Oh, geht Tucke, noch. was willst du eigentlich? Ja, ich bin ja Hallo. nicht. Oh ja, ne? Kritzker. Tucke, wird jetzt mal bitte den armen Chris in Ruhe lassen, hier? Ich kann das nicht gutheißen. Oh, schade. Hat dich eiskalt Chris angegriffen, ne? Was ist los mit dir? Ja, du hast mich einfach komplett zu Unrecht gehauen. Ja, ich hatte das Luft. Denn Entschuldigung würde das wieder gut machen, diese Schmerzen! Ach Toki, warum denn? What the fuck? Ja, langsam ist gut. Ist nicht mehr lustig. Jetzt doch. Ich freue mich, wenn Peter wieder da ist, dann können die beiden sich wieder hauen. Alter, das ist nicht lustig. Lass weiter als du, geh runter. Erster Sprung. Oh, wenigstens ist es mittlerweile nicht mehr so krass, dass er dann im ersten Sprung runterschlägt und dann den ersten Sprung selber nicht schafft. Ja, da versprach ich den dritten Sprung nicht. Dann schaffst du das erste wieder konzentrieren. Ach Mann, Toki, plus. Okay, du kannst im Jump. Ja, nichts im Jump. Ich dachte, kein Loop. Nein. Das ist so nicht nett von dir. Du, was das mit bösen Kindern passiert, ne? Ja, kriegen Süßigkeiten und ganz toll alles. Ah, das ist so. Ja. Viele Leute. Oh, was ist das? Oh, ja. Chris. Sexy. Oh. Oh Mann! Tja, verdient! Ach Mann, Mann. Alter. Das ist so ich würde mich mal interessieren, warum hier auf einmal Sand drin ist. Ob das als. Das ein Bug ist? Ob das als so ein bisschen noch Verschönerung und Deko gedacht ist, weil ich weiß nicht, in der. Ja, das ist verwirrend, Alter. Kohlemine? Hm. So Sand in der Kohlemine, ja. Ich frag mich nur, was das ganze Glowstone hier macht. Das ist die. Leuchten. Das sieht so schön verpixelt aus. Funke, Funke. Das ist nämlich eigentlich, ist das eine Goldmine. Ach so. Verstehe. Oder eine Glowstone-Mine. Aber jedenfalls. Welche Glowstone-Mine? Ist hier ein bisschen wenig Kohle für eine Kohlemine. Kohle, Kohle, Kohle. Okay. Let's get down, down. Mein Gott, so dieser Sprung hier, wie soll ja, der gehen? Ziemlich wenig Kohle, schau dir mal die Wände an, Alter. Das ist keine Kohle, Tobi. Keine Kohle. Aber es ist schwarz, also theoretisch. Das ist schwarz, ich hab verstanden, das ist Quark. Nur weil es schwarz ist? Quark. Ist auch schwarz und ist keine Kohle. Ja, Quark. Moment, geht der Sprung da oben überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt weitergeht, um ehrlich zu sein. Ich komme mir gerade ein bisschen verarscht vor. Moment, guck mal das mal gerade an. Cheater. Naja. Guck dir das an. Ach, lol, da hinten. Ja. Ich hab nichts gesagt. More Egg Jumps. Auf Doom. Also ich glaube, das ist sogar relativ egal, welche Musik du hörst. Du singst einfach immer mit. Ja, voll gut. Ja, ich kann uns nur alles wie erstmal Dada Life. Das war geil. Keiner versteht, was du da laberst, ey. Das ist der tatsächliche Text von dem Lied. Das auch da. Das ist echt so. Das hast du auch in dem Video. Kein Mensch hat. What the fuck? Dada Life ist auch so Elektrozeugs hausmäßig, oder? Dada Life, ja. Ja. Ich brauch kurz. Relativ eigentlich. Ja, da läuft kenne ich jetzt auch mal dran. Ich kannte es glaube ich sogar früher, jedenfalls vom Namen her. Weil die auch im Bootshaus auflegen oder hatten mal. Ja. Ist aber voll bestimmt. 100 Pro. Da läuft das. Aber das hatte ich irgendwie zu der Zeit im Video verdrängt, dass sie im Bootshaus auftreten. Da war ich auch lange nicht mehr. Ich vielleicht an den verfickten Preisen, ne? Du bezahlst für so ein Glas Wodka E, bezahlst du 8 Euro. Ja, also gut. Mhm. Kommilitonin von mir. War am Mittwoch war die Feiern in Bonn. In Bonn, okay. Ja. Und irgendwie mit Leuten aus einer Verbindung unterwegs. Ja. Und sie hat einen Drink selber bezahlt am ganzen Abend. Okay. Hat sie als hier ausgegeben bekommen von Jungs. So. Krass. Wie läuft bei der, Alter? Und ich hab kein Geld dafür. Dann
dann saß die neben in der Vorlesung und die Kopfschmerzen wurden immer schlimmer. Und der Gesichtsausdruck immer gequälter. Das war richtig lustig. Ja. Ach, der Nachteil von Alkohol. Die war auch saumüde. Irgendwie um. Irgendwie ist er bei mir ein bisschen verpackt. 4 zu Hause oder so? Alla, Lukas packt bei mir auch. Wahrscheinlich. Ach, 4 Uhr ist er gar nicht. Schmeckt gleich alles ab. Boah, krasser Leck. Ja, ihr hängt bei mir die ganze Zeit auf dem Boden. Läuft die ganze Zeit auf der Stelle. Es fliegt ein Steinchen plötzlich, hängt irgendwo oben. Sorry, Dad, ja. Ich glaube, mein Internet macht gerade wieder einen Abgang. Ich hasse mein Internet. Schon gesagt, das Netcolon richtig hart stinkt. Chris, das Geilste ist, wenn du um 7 Uhr nach Hause kommst, an der Feier. Samstags, der Kernchen ist halt Samstags Schule und guckt dich einfach richtig behindert an. Das hakt nach Hause, steht da natürlich und denkt sich, fick dich. Das war noch Zeiten. Wir haben jetzt auch keine Samstagsschule mehr. Ja, ich weiß, hab's gehört. Eine Cafeteria jetzt. Ich meine. Und die haben gar nicht mal so viel Fingerschule. Ja, ja. Ich sag, da ist so gut wie gar nichts verändert. Aber hört, die Kameras sind mittlerweile aus. Was? Echt? Was ist da los? Das durchgesetzt bekommen, ja, keine Ahnung. War auf eben. Auf ich? Das wäre ja aber hart traurig. I don't know. Aber mittlerweile I don't care, weißt du? Oh ja. Was heißt, wenn wir jetzt das Scheiße bauen? Willst du wissen? Da. Ich hab einen Jump da erst einmal geschafft, ey. Das ist irgendwie hart traurig. Ach, what the fuck. Ja, ich schaff den immer mal wieder, aber dann. Und der nächste Sprung geht mittlerweile eigentlich auch voll klar, aber der Sprung danach ist einfach retarded. Und wenn der Sprung es ist, dann der Sprung danach. Ich kann die ersten drei durchspringen, aber. Das geht sogar. Naja, den letzten glaube ich nicht. Du musst zu viel Slalom machen mit der Maus. Boah, aber der. Alter. Oder das geht eigentlich voll klar. Also, oder welchen meinst du denn mit dem letzten? Hier, der hier. Hast du der darüber? Nee, der davor. Alter. Ja. Oh, das geht. Voll klar. Und bei dem Sprung nach diesem um die Ecke, da musst du mehr oder weniger nur ein bisschen weiter von der Kante wegzielen, weißt du? Okay. Ja. Weil da halt noch so eine Ecke ist. Alter, der Sprung ist doch retarded. Wie soll der überhaupt gehen? Ich check dir nicht, ey. Ja, ich check den Sprung danach nicht. Ich hab den einmal geschafft von 10.000 Sprungversuchen, ey. Das ist echt, wow. Gottverdammte Ecksprung, ey. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die Dinger so überhaupt nicht mag. Oh Gott. Oh mein Gott, okay. Was muss ich machen? Was möglichst war, also nicht so nah an die Kante zielen, sondern eher ein bisschen weiter weg. Auch über den Block hinaus, wirst du so dahin gelenkt. Ja, was auch immer. Alle KSG. Das war ja so, und was muss ich machen? Okay, ich mache das mal komplett. Oh mein Gott. Alle KSG, du bist ein schlechter Coach. G. Ja, aber heute auf Reddit gelesen, dass das. Ja, ich weiß ich schon. Das ist auch schon was länger, klar. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß gerade selber nicht, was du meinst. Ja, ich sehe nichts, Leute, danke. Monte Cristo steps down as coach. Ach, da. Hä? Monte Cristo ist was für ein Coach? Steps down as coach. Das sollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber. Achso, ja, aber der hat's auch verkackt. Ich wollte eigentlich sagen, dass hier in Amerika eine Schule irgendwie 50.000 Rest oder sowas bietet, wenn man in die Schule geht und in das Löllchen geht oder in so einen Scheiß, keine Ahnung. Ja, die Universitäten. Ja, voll nice. Klingt mega geil, ne? Erstmal in Sammlern. Deutschland, Junge. Ja. Weiß auch in Deutschland mittlerweile, es kommt immer mehr. Es gibt Studiengänge für Game irgendwas. Boah, aber. Es gibt auch Studiengänge für Pornografie, Alter. Das mit TV Total. Oh mein Gott. War ja schon hart, das war so hartes Fremdschämen. What the fuck? Was? Das war so ein bisschen Fremdschämen, finde ich. Ja, aber ich hab mir nochmal ein paar Kommentare durchgelesen. Darüber und das stimmt schon, es war für TV Total Niveau war es echt relativ seriös. Ja, ich hab ja auch erst am Anfang gedacht, dass sie den richtig verarscht, also dass Stefan Raab voll verarscht, aber war gar nicht so. der hat ja auch alle möglichen Fragen gestellt, so nach dem Motto, dass sie verdienen und dass es ja echt ihr Beruf ist und so, also ja. Es wurde schon relativ als seriöser Beruf dargestellt. Wer nicht weiß, wovon wir reden,
SK Gaming war am Mittwoch zu Gast bei TV Total. Letzten Mittwoch, warum noch? Diesen Mittwoch, oder? Ja, nicht wenn das Video ausgestrahlt wird. Achso. Ja, Mittwoch den 3.9. Gibt's bestimmt im Internet, ne? Also, falls wer irgendwer das nicht gesehen hat, den es interessiert. Lukas macht einen Link in der Beschreibung. Also, es war tatsächlich ein kleines bisschen schon Fremdschämen, ja. Nein! Wir werden das nicht, wir werden das nicht in der Beschreibung verlinken. Kann ich auch selber raussuchen. Aber. Oh, Chris! Das will ich aber nicht verlieren. Die Zuschauer sind intelligent. Nein. Intelligenter als du. Ja, das stimmt wohl. Ist aber auch nicht so schwer, intelligenter zu sein als Tobi. Fick dich. Jetzt können die sich da auch nicht so gut über dich lustig machen. Alter. Alter, das ist aber nicht intelligent von dir. Naja, jedenfalls waren die bei TV Total. Es war ein bisschen Fremdschämen, weil der Raab ist halt, kann halt ein ziemlicher Spasti sein. Das stimmt allerdings. Und dann hat Dingsy das halt... Man hat auch gemerkt, der Raab war wenig bis gar nicht vorbereitet. Gar nicht trifft hatte eher. Wenig bis gar nicht Ahnung von dem Ganzen. Ich frage mich auch immer noch, wie das zustande gekommen ist. Das Gaming oder Tingier? Keine Ahnung. Das Gaming bei TV Total. Aber warum ist denn das Gaming zu Plan B gegangen, zu 1Live? 1Live Plan B? Ich weiß nicht. Die hatten da auf jeden Fall auch. Ich wollte mir das noch raussuchen und mal anhören. Und ist das nicht irgendwie hier so. Sicherlich besser. Plan B oder? Was? Oder war es nicht immer. Plan B ist das nicht irgendwie sowas wie Musik oder wenn man keine Ahnung hat, wo man feiern gehen soll oder so ein Scheiß? Ja, ich glaube, aber. Okay, dann wünsche ich das noch mal. Irgendwelche Interviews. Okay, man könnte mit SK Gaming feiern gehen. GG easy. Ja, voll geil. Alter. Sicher, dass du das wolltest. Also SK Gaming ist jetzt nicht wirklich so. Candy Panda steht dann vom Türsteher und. Ja, Adrian. Und okay. Candy Panda, oh, das ist ja süß. Ja, voll geil. Aber das heftigste Fremdschämen war einfach, wo er zu Freddy hingegangen ist und meinte, warum hast du mich getötet? Warum hast du das? Hä? Komm her. Kacke gespielt, ey. Freddy so. Sorry. Sorry, me no German. Oh mein Gott. Das hat aber mal meine Frage beantwortet, die ich ja immer mal stellen wollte, wa? Achso, ob die Deutsch sprechen. Ob die Deutsch lernen. Wahrscheinlich nicht. Wer war das? Sichtlich nicht. Wer war das nochmal? Nicky hat mir, glaube ich, weil. Ja, ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich weiß nicht, was er sagen wollte. Egal. Ja. In irgendeinem Land lernen die Deutsch. Keine Ahnung. Ja, das war irgendwas Osteuropäisches. Ja, aber. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich weil es auf eine Invasion von uns eingeht. Die SS-Spieler leben ja in Deutschland. Ja, voll krass. Ja, und deswegen habe ich mich immer gefragt, ob die, also zumindest in den Teams, wo auch deutsche Teams drin sind, also SK und Alliance zum Beispiel. Wicked. Oder was? Wicked, aber? Nee. Nein, Wicked ist Dan. Niff? Was, Niff? Niff ist Deutscher. Woher kommt Wicked? Dan. Mark. Achso. Aber also, ich spreche noch richtig Englisch. Land. Auch vor viele Dänen bei Land. Weil ich schaff den Sprung da oben nicht mehr. Okay, wer ist mal, wenn du deine Schnauze hältst? How about no? Du musst halt eigentlich nur eine Kurve springen und eine Kurve springen. Fragen Sie doch einfach nochmal. Das war gerade ein sehr, sehr geiler Zusammenhang. Sehr schön. Fragen Sie doch einfach noch mal. Nein. Oh mein Gott. Ah, ich habe ihn mal wieder geschafft. Oh, danach Kopfnicken. Yay. Chris, du musst mal den letzten Sprung machen. Ich schaff das sonst nicht. Letzten Sprung. Nein, das ist nicht der letzte, aber ich habe den eben einmal geschafft und dann bin ich beim nächsten runtergefallen, weil Ecksprünge einfach nur super gay sind. Super hyper übergay. Hast du wieder geschafft? Jetzt hast du den Bogen raus und jetzt schaffst du es nie wieder, weil ich es gesagt habe. Ah. Okay.
Ja, von Jagdgeschmack. Oh, Lucky Boy!